Hallo ihr Lieben, der Manuel hat folgende Frage, hat aus verschiedenen Quellen gehört, dass sich das Magnetfeld der Erde in der nächsten Zeit umpolen wird. Und er würde gerne wissen, wann das denn sein soll, ob das zusammenhängt mit der Zeitenwende in 2012 und wie man sich darauf vorbereiten kann. Sicherlich eine spannende Frage. Danke, Manuel. Es interessiert viele, denn wir sind alle davon betroffen, das Magnetfeld der Erde beginnt bereits sich umzupolen. Das heißt, wir haben eine Verschiebung von zurzeit 10 Grad bereits und wir merken das ganz deutlich, wenn wir in der Nähe des Äquators wohnen, wie ich in Florida. Das ist ein bisschen näher am Äquator als Deutschland. Und zwar auf der nördlichen Halbkugel beobachten wir, wenn wir Wasser abfließen lassen, dass es rechtsdrehend abfließt. Auf der südlichen Halbkugel merken wir, wenn wir Wasser abfließen, dass es linksdrehend abfließt. In der Nähe des Äquators merken wir, dass der magnetische Einfluss sich verändert und schwächer wird. Wir haben also teilweise hier eine Drehung, dass das rechtsdrehende Wasser plötzlich linksdrehend abfließt. Das heißt, hier, wo sowieso die Pole schwächer in ihrer Auswirkung sind, sind sie so weit in ihrer Nord-Süd-Richtung geschwächt, dass hier der Polwechsel teilweise schon scheinbar stattfindet. Die andere Sache ist, dass wir zum Beispiel hier bei unserem Flughafen in Tampa bereits eine 10 Grad Abweichung haben, wo Flieger das Problem haben, die Landebahn auf ihrem Kompass richtig zuzuordnen und damit der Anflug schwieriger geworden ist. Die Magnetfelder werden sich rapide in der nächsten Zeit ändern, und zwar voraussichtlich nach 2012. Die dritte Schöpfungswelle, in der dieser Einheitsprozess eingeleitet wird, ist am 3. Februar 2012. Die Auswirkungen davon ziehen sich aber in die darauffolgenden Jahre und es wird vermutlich bis 2013 dauern, bis der Polwechsel tatsächlich stattfindet und Norden und Süden sich vertauscht. Das hört sich vielleicht dramatischer an, als es ist. Das wird sicherlich Auswirkungen auf uns haben. Und zwar die erste Auswirkung, die es haben wird, ist, wenn es passiert, ist Angst. Bei dieser Änderung der Magnetfelder in uns etwas physikalisch auslöst. Auch wir leben in diesem Magnetfeld und unsere Neuronenkommunikation findet über elektrische Ströme statt, die diesem Magnetfeld ausgeliefert sind. Wir werden damit während des Wechsels eine veränderte Reizkapazität haben. Wir werden eine verschiedene Übertragung von Informationen in unserem Gehirn haben. Dieser Übertragungsveränderung erleben wir als Übertragungsstörung. Das heißt, unser Sichtfeld fällt aus. Wir werden den Eindruck haben, erblindet zu sein, was total panisch macht. Ja, plötzlich sieht keiner mehr was. Dieser Prozess des scheinbar erblindet sein kann mehrere Stunden dauern, er kann aber auch mehrere Tage dauern. Das heißt, sobald wir merken, dass dieser Prozess vehement einsetzt, sollten wir uns möglichst mit Familie, mit Freunden in einen fensterlosen Raum zurückziehen, ausreichend für Wasser und Nahrung sorgen, dass es für einige Tage für alle reicht und uns dann einfach gegenseitig halten und warten, bis unser neuronales System sich eingependelt hat, die Reize wieder so weitergeleitet werden, dass unser Gehirn sie verarbeiten kann. Wenn wir dann diesen Aspekt der neuronalen Veränderung durch Magneteinflüsse überstanden haben, ist natürlich zuerst mal wichtig zu sagen, wo sind wir jetzt überhaupt auf der Erde? Was hat sich verändert? Hat sich unser Klima verändert? Sind wir aus den Tropen in mildere Klima gewandelt oder aus milderen Klima vielleicht in polare Zonen?
in der plötzlich der Winter nicht mehr aufhören will. Wir müssen also sehr schnell uns akklimatisieren, um mit diesen veränderten Umständen umzugehen. Gleichzeitig ist aber diese Veränderung im neuronalen System etwas, was auch unsere Wahrnehmungsqualitäten verändern wird. Das heißt, das Erkennen des anderen, das Erkennen von Wissen, das Erkennen von Wesen wird deutlich verändert sein und uns es leichter machen, mit diesen veränderten Zuständen in uns und auf der Erde umzugehen. Wir werden eine neue Form des Lernens entdecken, eine neue Form des Liebens, eine neue Form des Miteinander Umgehens und Kommunizierens. Insofern wird neben diesem angstmachenden Wechsel im Außen auch sehr viel Schönes für uns passieren. Und an sich sollten wir uns darauf freuen, auch wenn die Übergänge vielleicht etwas ruckelig werden. Heute könnt ihr euch schon darauf vorbereiten, indem ihr im Außen ein paar Tage Vorrat an Wasser und Lebensmitteln zu Hause habt und genug, dass ihr Freunde und Familie dazu einladen könnt oder es mit anderen teilen könnt, die das vergessen haben. Ihr könnt im Inneren damit anfangen, indem ihr einfach mal für eine Zeit, vielleicht nur für ein paar Minuten oder für eine halbe Stunde oder Stunde, euch die Augen verbindet und euch in eurem Raum in Dunkelheit zurechtfindet, ohne dass ihr eure Augen zu Hilfe nehmen könnt. Und ihr könnt euch darauf vorbereiten, indem ihr eure Grenzen aufgebt. Eure Grenzen des Glaubens, was ihr seid. Die Grenzen des Glaubens, was ihr nicht könnt. Die Grenzen des Glaubens, wie begrenzt ihr seid. Denn diese Grenzenlosigkeit, die mit dem Wohlsprung bei euch erwacht, die will gelernt werden und warum nicht heute anfangen, sie zu lernen. Viel Spaß dabei. Liebt und liebt und liebt. Bis bald.